Hallo, liebe Hungrige. Ja, ich kenne den Spruch auch. Schokolade ist Gottes Entschuldigung für Brokkoli. Ich sehe das aber nicht so verbissen. Ich mag nämlich Brokkoli. Und da er ganz wenig Kalorien und Kohlenhydrate und so gut wie kein Fett besitzt, ist er natürlich ein wichtiges Nahrungsmittel, wenn es ums Abnehmen geht. Doch wer ihn gar nicht mag, kann ihn für diese Suppe auch durch Blumenkohl ersetzen. In meiner Variante jedenfalls brauchen wir ihn. Außerdem Lauch, eine Zucchini, eine unbehandelte Zitrone, genauer gesagt den Schalenabrieb und den Saft davon. Wir brauchen ein paar Kartoffeln und eine, je nach Geschmack auch zwei, Knoblauchzehen. Außerdem Milch, natürlich fettarme, noch besser entrahmte. Wir brauchen Pfeffer und Salz, Kurkuma, auch das spielt ja beim Abnehmen eine wichtige Rolle. Wir brauchen Gemüsebrühe und ein paar Stiele frischen Thymian. Wir beginnen natürlich mit einigen Vorbereitungsarbeiten. Den gewaschenen und geputzten Brokkoli teilen wir in kleine Röschen. Den Stiel bitte nicht entsorgen, sondern schälen und kleinschneiden. Den geputzten Lauch schneiden wir in Ringe und die Zucchini in kleine Stücke. Und dabei könnt ihr ganz wie ihr möchtet die Kerne dran lassen oder auch nicht. Weiter geht's. Die geschälte Knoblauchzehe wird fein gehackt und die geschälten Kartoffeln schneiden wir in Würfel. Bleibt noch die Zitrone. Und von dieser reiben wir, nachdem wir sie heiß abgewaschen haben, die Schale ab und pressen den Saft aus. Nun gießen wir die Brühe in einen weiten Topf, schütten die Milch dazu und kochen dann alles kurz auf. Und das ist der Moment, an dem wir nun auch das Gemüse mit in den Topf geben, also den zerkleinerten Brokkoli, die Lauchringe, auch die klein geschnittene Zucchini und natürlich die gewürfelten Kartoffeln. Wir ergänzen mit dem gehackten Knoblauch. Rühren dann gründlich um, erhitzen bis alles köchelt und dann legen wir den Deckel auf und köcheln alles für ca. 15 Minuten. Danach den Topf wieder öffnen und jetzt nehmen wir aus der Suppe ein paar der Brokkoli-Röschen heraus, erstmal beiseite stellen und nun wird der Topfinhalt püriert. Das dauert ein Momentchen, ist ja doch eine ganz schöne Menge. Sind wir soweit, geben wir nun die abgeriebene Zitronenschale mit in den Topf und ebenso Zitronensaft. Aber seid bei der Dosierung ein bisschen vorsichtig, ergänzen könnt ihr später immer noch. Wir geben die abgezupften Thymianblättchen mit dazu und dann würzen wir kräftig und zwar mit Pfeffer, ebenso mit Salz und ergänzen mit dem Kurkuma. Alles gründlich miteinander verrühren und auch mal die Konsistenz testen. Meine gefällt mir, sollte es für euren Geschmack zu dünnflüssig sein, dann einfach noch ein bisschen einkochen oder, falls zu dick, noch etwas Brühe dazu gießen. Dann geben wir die beiseite gestellten Brokkoli-Röschen wieder mit in den Topf und fertig ist unsere Suppe. Wir nehmen sie vom Herd und tun auf. Ich gebe noch ein paar Chiliflocken mit dazu, müsst ihr aber nicht. Die Suppe ist sehr lecker, also zumindest für die, die Brokkoli mögen und ist ein echter Helfer, wenn es darum geht abzunehmen oder die Figur zu halten. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls es bei euch aber lieber Pichelsteiner Eintopf geben soll und als Dessert vielleicht ein Stück Apfelkuchen, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.